wieder zurückgekommen sind und sogar alle noch Platz gefunden haben, obwohl wir ihnen zwei Sessel rauben mussten, aber es hat ja doch funktioniert. Wir kommen jetzt zu einem sehr spannenden Teil, den die Maria noch moderieren wird, was wir gestern getan haben. Und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen haben ein Video mitgebracht, das sie gestern gedreht haben, in der Nacht, glaube ich, noch zusammengeschnitten haben, um es Ihnen heute vorzuführen und Ihre Erfahrungen vom gestrigen Tag zu präsentieren. Und jetzt darf ich an Maria Hoppe weitergeben. Maria, du bist ja immer in Verbindung mit der Gruppe gewesen und hast ja auch mit ihnen schon zusammengearbeitet. Danke. Dankeschön. Ja, wir haben nämlich an sich ausgemacht, dass ihr dann eh alles selber sagt, aber ich möchte euch doch ganz herzlich begrüßen und im Vorfeld schon einmal herzlich danken für eure Beteiligung gestern und überhaupt die Initiative von den beiden, also Lehrern, wenn man so sagen darf, ja, Professoren, Professorin, und zwar die Vorname bitte. Edita Maksic, Entschuldigung, irgendwie schaffe ich es halt nicht mehr so wirklich. Und der Herr Professor, Doktor, Magister, irgendwie ziemlich Oberstudienrat, Manfred Umschaden. Die Reihenfolge ist ein bisschen anders normal, aber wie gesagt, wir haben Barrieren im Kopf. Und ja, es war also wirklich ganz eine große Freude, weil das ging so schnell eigentlich. Ja. Es war das ganze Projekt, so wie es heute hier ist und wie Sie es mitbekommen, eine Schritt-für-Schritt-Geschichte, und irgendwie kam mir das dann so vor, ja, also nur Barrieren zu vermitteln, unter Anführungsstrichen mit Referaten und durch die Politiker, das ist eine wichtige Facette, aber es kann auch interessant sein, wie schaut das in der Praxis aus, und da sind wir gestern auf die Schatzsuche gegangen zu Komfortzonen in Klagenfurt, und darüber gibt es jetzt einen Bericht von euch. Und bitte, würdet ihr den präsentieren? Ich bin schon so neugierig. Danke fürs Mitmachen. Ihr seid wirklich super gewesen. Also die sind so gut schon im sechsten Semester. Und toll, ja. Danke für die sehr nette Begrüßung. Wie schon im Vorfeld gesagt wurde, wir sind gestern auf Schatzsuche gegangen. Mit dabei war auch eine Gruppe von Menschen mit besonderen Mobilitätsbedürfnissen. Dann war noch eine Gruppe dabei, eine Klasse der Schule für Sozialbetreuungsberufe aus Klagenfurt. Und wir haben versucht, einmal die 10. Oktoberstraße zu erkunden und Schätze, die bereits vorhanden sind, zu finden. Kannst du weiter? Da haben wir noch einmal kurz, was bedeutet Barrierefreiheit? Das ist, glaube ich, da habe ich gar kein Thema, was das bedeutet, aber das haben wir eben von der Homepage herunter, vom Bundessozialamt. Und da ist noch einmal ganz kurz, als barrierefrei definiert das Gesetz bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise und ganz wichtig ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind. Und hier haben wir uns bei der Schatzsuche auf diese Sachen konzentriert und einiges gefunden, und da haben wir uns eben überlegt, wir stellen einmal die Schätze vor, dann die ausbaufähigen Schätze, wo schon gute Ansätze vorhanden sind, aber noch Umsetzungsdefizite vielleicht zu finden sind, und Schätze, die die Zukunft bringen könnte. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen. Hallo, auch von mir ein recht herzliches Hallo. Und wir haben sind wir auf Schatzsuche gegangen und haben hier am Landesarchiv Kärnten begonnen. Unsere Schatzsuche beginnt mit freundlicher Unterstützung der Stadtwerke Klagenfurt, die uns einen Bus zur Verfügung gestellt haben, mit dem wir dann auf Schatzsuche gegangen sind und die einzelnen Stationen abgefahren sind.
Als erstes einmal möchte ich jetzt zu den Schätzen kommen, die wir gefunden haben. Der erste Schatz war direkt eigentlich für uns der Bus, weil der eigentlich, ich glaube, alle Busse der Stadtwerke des öffentlichen Verkehrs haben die Möglichkeit, eine sogenannte Rollstuhlrampe herauszufahren und wo man Kinderwagen oder auch Rollis halt reinschieben kann. Das sieht man auf den ersten beiden Bildern. Und dann sind wir an der 10. Oktoberstraße angekommen und sind dann auf Schatzsuche gegangen, wie gesagt. Und da die Straße sehr neu renoviert oder saniert wurde in der letzten Zeit, haben wir eigentlich durchgehend Barrierefreiheit vorgefunden. Wie man auf den Bildern sehr schön sehen kann, abgeflachte Bordsteine und genau. Für unsere Sehbeeinträchtigten und blinden Mitbürger haben wir Folgendes gefunden, und zwar einmal Blindenleitlinien am Boden, vor Straßenkreuzungen, vor Zebrastreifen, sowie halt auch in der ganzen Stadt bekannt die Ampeln mit akustischem Signal. Als wir so durch die 10. Oktoberstraße gegangen sind, ist uns bei sehr vielen Geschäften aufgefallen, dass es mittlerweile fast überall elektronische Türen gibt und auch bei manchen Geschäften, wie man das sieht, dass diese Rillen, an denen die elektronischen Türen früher gefahren sind, quasi, dass die jetzt eigentlich nicht mehr da sind oder beziehungsweise mit einem Blech überdeckt wurden, damit auch das Betreten des Geschäftes mit den Rollstühlen erleichtert wird. Wir waren auch in der Apotheke in der 10. Oktoberstraße und haben dort eine besondere Komfortzone gefunden, eben mit einem Wasserspender und auch Sitzmöglichkeiten, um einfach diese lange Wartezeiten, die oftmals in den Apotheken abzuwarten sind, zu überbrücken. Wir kommen später noch auch bei den Schätzen, ausbaufähigen Schätzen, kommen wir noch einmal zu der Apotheke zurück. Ein weiterer Schatz, der uns aufgefallen ist, war eben dieser Bankomat, den Sie da oben sehen könnten, der ein relativ niedriges Niveau hat, also damit auch Menschen, die im Rollstuhl sitzen, dort ihr Geld abheben können. Und die Komfortzone in der 10. Oktoberstraße, die man da auf dem Bild rechts sieht, in der einfach der Vorrang für Menschen, für Fußgänger und für Radfahrer und auch für Menschen mit besonderen Mobilitätsbedürfnissen gegeben ist. Ja, zur Mittagszeit haben wir uns dann Richtung Rathaus begeben, wo wir verpflegt wurden und Nachmittag eben mit Politikern zusammen sein durften und wo wir auch verschiedene Informationen gefunden haben. Und dann haben wir uns auch im Rathaus auf die Suche gemacht. Wir sehen einmal, am ersten Bild sieht man den Infopoint, der hat einen Bildschirm, der auch herunterschwenkbar ist, dass eben auch Leute im Rollstuhl ohne Probleme zu Informationen kommen können. Dann, um die Stiegen zu bewältigen, gibt es einen Lift, der eben sehr viel Platz bietet, und wir waren auch ganz begeistert, weil bei den Stockwerken war das die Angabe auch in Brailleschrift, was blinden Leuten eben das Liftfahren auch ermöglichen kann. Dann weiters ist das letzte Bild, haben wir ein WC gefunden, das die Anforderungen für Rollstuhlfahrer und beeinträchtigte Menschen eben abdeckt. Jedoch später kommen wir nur dazu, welches Problem dieses WC hat. Weil da haben wir noch auf dem Weg zum WC, werden wir was finden. Das kommt noch später. Dann haben wir uns eben in die City-Arkaden begeben. Und da haben wir auch, die City-Arkaden sind sehr modern. Und man findet eben Ruheplätze, die Menschen eben einladen zu verweilen und sich auszurasten. Wir haben dann
In die City-Arkaden durften wir Hubert Traunjak begleiten. Er ist auch Vertreter der Kärntner Lebenshilfe und wir haben mit ihm einiges durchprobiert. Es war sehr lustig. Er hat uns gezeigt, ob die Bankomaten und die Geldbehebungsgeräte eben rollstuhltauglich sind. Dann haben wir weiters die Umkleidekabinen eines Geschäftes getestet. Und dann haben wir uns natürlich auch angeschaut, ob die Hinweistafeln für WC und so weiter vorhanden sind. Und er war ganz mutig, er hat uns vertraut und wir haben das Projekt Rolltreppe gemeinsam gestartet. Wir haben gesagt, Lift fahren, das kann eh jeder. Uns würde das interessieren, wie geht es ohne Lift, wenn einmal nur eine Rolltreppe zur Verfügung steht. Und er hat sich da auf uns verlassen, wir uns auf ihn. Und dann haben wir das auch bewerkstelligt. Ja, vielleicht möchte er kurz einmal herauskommen und einige Worte, eben wie er den gestrigen Tag erlebt hat und was eben seine Ansichten sind, wo es eben notwendig wäre, gewisse Sachen zu verändern, um das Leben zu erleichtern. Rufus, soll ich dir das Mikro so geben? Ja? Oder magst du auf die Bühne kommen? Ja? Ja. Komm. Fahr mal rauf. Ja. Brauchst du Hilfe? Ja. Ja? Danke. Moderiert hier? Bitte. Danke für die interessanten Worte von euch. Vertrauenssache hat gestern auch auf beiden Seiten stattgefunden. Nicht nur ich habe euch vertraut, sondern ihr habt auch mir vertraut. Sonst dann hätten wir das mit der Rolltreppe nicht bewältigen können. Ich wollte es bewältigen, um zu zeigen, dass Rollstuhlfahrer auch mit Assistenz, den man nicht kennt, bewältigen kann, dass echt eine Vertrauenssache ist für Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen mit Behinderung. Dankeschön. Danke, Hubert. Danke dir. Bitte, ich darf wieder an euch zurückgeben. Ja, danke schön. Und dann am Ende unseres Besuches in den City-Arkaden haben wir uns noch einmal den Ausgang angeschaut. Und wenn man da normal, jeder von uns war wahrscheinlich schon in den City-Arkaden und das fällt einem gar nicht auf, welche Erleichterung bei der Ausgangstür für Menschen mit einer Beeinträchtigung eben vorhanden sind. Ansonsten wäre es nicht möglich, diese Barriere, diese schwere Türe eben zu passieren. Und so ist eben dort eine Säule am zweiten Bild, wo eben nur ein Knopf zu drücken ist, der ist auch in der richtigen Höhe angebracht, sodass ein Mensch im Rollstuhl das alleine bewältigen kann, ohne eben jemanden als Hilfe zu brauchen. Wir kommen nun zu den ausbaufähigen Schätzen, wie wir sie genannt haben. Und wir starten wieder in der Apotheke, in der wir diese Wohlfühlzone ja bereits zuerst gefunden haben. Und wir haben dort ein kurzes Interview mit der Chefin aus der Apotheke geführt und haben sie gefragt, warum an ihrem Öffnungszeitenschild keine Brailleleiste angefügt ist, damit auch blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen lesen können, wann die Apotheke denn offen hat. Und sie hat uns einfach ganz ehrlich geantwortet, dass sie an diese Sache noch nicht einmal gedacht hat. Und hat uns aber auch versprochen, dass sie so eine Brailleleiste anführen wird und fügen wird. Dann waren wir auch auf dem Benediktinerplatz und wir wissen ja, der Benediktinerplatz wird umgebaut und wird hoffentlich eine Komfortzone für uns alle werden. Denn momentan ist es nicht wirklich, also die Straße am Benediktinerplatz oder der Platz generell ist einfach in einem sehr schlechten Zustand und nur einige Läden am Benediktinerplatz haben eine Rollstuhlrampe, also in manchen Läden ist es gar nicht möglich, dass man eintreten kann. Und dann haben wir auch noch diese Telefonzelle gefunden, die zwar auch eine kleine Rampe
vorne hat, aber in der es einfach zu wenig Platz gibt, um wirklich ein Telefongespräch führen zu können. Dann waren wir auch wieder im Rathaus und im Rathaus haben wir auch sehr ausbaufähige Sachen gefunden. Da gibt es Blindenleitlinien, die einfach zugedeckt werden mit Teppichen und es ist einfach total unverständlich. Wenn ihr dann sowas habt im Rathaus, dann sollte man das auch den Blinden und sehbehinderten Mitbürgern einfach auch die Möglichkeit geben, diese Unterstützung nützen zu können. Und jetzt kommen wir wieder zu dem WC für Behinderte, das im Rathaus ist. Und diese Fotoserie da zeigt ganz eindrucksvoll den etwas beschwerlichen Weg dorthin. Also man muss da wirklich zuerst eine relativ steile Rampe, so wie wir es empfunden haben, runterfahren. Dann muss man in der Lage sein, dieses Schild zu finden, das den weiteren Weg zeigt. Dann dreht man sich quasi in Richtung, die man weiter fahren würde und es kommt einem das vierte Bild, das Sie da ganz rechts sehen. Also Sie schauen auf eine Rampe, die Ihnen quasi den Weg versperren würde. Sie sehen dann am fünften Bild das Bild von oben, also es sind ungefähr 30 cm Platz. Und wenn Sie auf das letzte Bild schauen, dann sieht man auch den Weg zurück. Also diese Rampe zurück ist noch einmal für ein größeres Problem, als sie das beim Hinweg schon ist. Das war gut. Jetzt komme ich noch mal zum neuen Platz, also direkt vor dem Rathaus. Und zwar ist da noch eine verbesserungswürdige oder ausbaufähige Sache anzufinden. Und zwar geht es um den Trinkwasserspender, der dort installiert wurde und als Rollstuhlfahrer eigentlich gar nicht die Möglichkeit bietet, etwas zu trinken. Weil erstmal ist es ziemlich hoch angebracht. Und um überhaupt an Trinkwasser zu gelangen, muss man an der Rückseite mit dem Fuß, wie man es da auf dem Bild sieht, einen Schalter betätigen, damit Wasser rauskommt. Also da haben wir, da sehen wir vielleicht, dass man da vorne vorher noch einen Schalter anbringen könnte zur besseren Bedienung. So, jetzt kommen wir noch auf Schätze, die die Zukunft bringen könnte. Und zwar haben wir uns gedacht, für die Sehbehinderten, die Beeinträchtigten, etwas zu tun oder dass man etwas tun könnte. Und zwar mit Braille-Wegweisern, kann man schon fast sagen. Auf dem rechten Bild sieht man einmal einen Gebäudeplan, der mit Braille-Schrift zu lesen ist. Und auf dem linken Bild dann einen Umgebungs- oder einen Stadtplan, der auch wiederum mit Braille-Schrift verzeichnet ist. Ja. So, und das war's dann eigentlich. Oh, da war ein bisschen zu schnell. Aber das war unsere kleine Bildpräsentation für Sie. Mein Name ist Manfred Umschan von der Pädagogischen Hochschule. Mir bleibt es jetzt noch übrig, mich einmal vorerst recht herzlich zu bedanken bei der Frau Maria Hoppe und ihrem Team, dass wir hier mitwirken konnten bei diesem Projekt. Und für unsere neue Lehrerinnenausbildung wird es ja auch notwendig sein, dass wir solche Inhalte noch stärker aufgreifen oder mit einbeziehen in unser Curriculum, das wir in nächster Zeit erstellen werden. Recht herzlichen Dank an meine Kollegin Frau Dr. Maksic und natürlich euch dreien, den Studierenden der Sonderschullehrerinnenausbildung. Es waren insgesamt 12 Studierende dabei. Dankeschön und ich hoffe, dass solche Erlebnisse, wie ich sie tätigen durfte vor einigen Jahren in der Autismusberatung und Betreuung, wo ich auch die Möglichkeit habe, mitzuwirken im Kärntner Raum. Eine Mutter kommt zu mir und regt sich darüber auf, weint beinahe. Sie musste Strafe bezahlen, weil sie hat am Behindertenparkplatz ihr Auto abgestellt und sie versuchte dem Polizisten zu sagen, schauen Sie sich das Kind an, das hat zwar keine erhöhte Mobilitätsbedürfnisse, hat aber große, große Schwierigkeiten im Bereich der Wahrnehmung, seines Verhaltens und dergleichen. Ich habe mich
dann hinter die Frau gestellt und habe einmal an den BHs versucht nachzufragen, wer hat überhaupt die Möglichkeit, einen Behindertenausweis zu bekommen für einen Parkplatz. Denn mein Vater beispielsweise hat beide Hände weg und der hat 80 Jahre keinen Behindertenparkplatz gebraucht, weil er ganz normal gehen kann. Er hätte aber jederzeit so einen Parkplatz mieten, ja, bekommen können als ein Ticket. Und diese Frau hat für ihr Kind oder auch für andere Kinder, die sehr, sehr schwierig sind, nur deswegen, weil sie kein sichtbares, äußerliches besonderes Mobilitätsbedürfnis haben, keinen Behindertenausweis bekommen. Inwieweit das jetzt noch immer der Fall ist, weiß ich nicht, aber das, hoffe ich, gehört der Vergangenheit an. Danke noch einmal allen und gute Veranstaltung noch. Bevor ihr jetzt geht, ja, möchte ich noch zu euch hervorrufen den Herrn Magister Oswald vom Atrio. Wo ist er? Bitte schön. Er hat nämlich auch ein. Wo ist das Ding? Okay. Er hat schon alles organisiert. Na, wenn man das Atrio führt, dann muss man schon gut organisieren können, oder? Herr Magister Oswald, ich möchte mich einmal jetzt schon sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie hier sind und bitte Sie, dass Sie jetzt das tun, was wir miteinander besprochen haben. Herzlichen Dank, Frau Hoppe, danke auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute dabei sein zu dürfen. Und diese tolle Veranstaltung, die jungen Herren, möchte ich bitten, dass sie da bei mir bleiben. Deswegen bin ich ja überhaupt da, ja. Dass wir die Möglichkeit haben, sie in der Form zu unterstützen, dass wir diese Initiative, die sie gestartet haben, gemeinsam mit vielen anderen Kollegen etwas zu unterstützen mit einem kleinen Preis und einem kleinen Dankeschön. Um das hat mich die Frau Hoppe gebeten. Ein kleines soll auch nur ein kleines Dankeschön sein, dass Sie sich engagiert haben, um uns zu zeigen, wo schon Schätze sind und wo noch Schätze hingehören. Und darf Ihnen hier stellvertretend für alle, die mitgewirkt haben, eine gefüllte Tasche übergeben mit kleinen Geschenken, die Sie bitte bei Ihren Kolleginnen und Kollegen und auch bei allen Personen, die also hier mitgewirkt haben, das zu verteilen. Und von unserer Seite auch ein Dank, dass Sie hier die Öffentlichkeit ein bisschen wachrütteln und Bilder zeigen. Dankeschön. Herr Magister Oswald, sollen wir verraten dem Publikum, was Sie hier so mitgebracht haben, oder ist das jetzt ein Geheimnis? Okay. Wir reden doch immer von Transparenz, oder? Das weiß ich sehr gut. Es ist kein Geheimnis. Es ist zum einen ein Gutschein drinnen von unserem Shoppingcenter in Villach. Da könnten Sie vielleicht auch einen kleinen Vergleich anstellen, ja, um zu schauen, wie viele Schätze wir zu bieten haben auf diesem Sektor. Ja. Und die Erfahrungen können Sie dann auf einem guten Memory-Stick dann speichern und mit nach Hause nehmen. Man muss ja sagen, dass also das Atrio, glaube ich, auch einen europäischen Preis bekommen hat für vorbildliches, barrierefreies Design oder so irgendwie in der Richtung. Gut, ich danke viel, vielmals. Also habt viel Freude und weiterhin einen guten Abschluss. Der steht bald vor der Tür, gell? Vielen Dank. Und euch beiden auch ganz, ganz herzlichen Dank noch. Und dann übergebe ich wieder. So, ja. Danke. Was wird jetzt, Birgit? Ja, jetzt bitten wir unsere Gäste auf die Bühne, die mit uns noch diese Podiumsdiskussion machen werden zum Thema Wenn wir könnten, wie wir wollten. Ich habe jetzt nicht ganz den Überblick, ob alle unsere Gäste schon da sind. Ich habe gesehen den Rolf Hollup, darf ich den Rolf bitten? Maria? Nachdem ich keine Kärntnerin bin, finde ich mich nicht ganz zurecht. Jetzt musst du mir helfen. Gut. Okay. Also, gesucht werden. Danke. Herr Kaiser, freut mich sehr. Bitte schön. Rolf Hollup. Helene Jamer. Frau Magistra Scheiflinger, die ich ja schon kennengelernt habe,
Erwin Ries, darf ich darum bitten, und Bernadette Trinkel. Okay, bitte. Ich hoffe, wir haben es geschafft, dass alle einen Platz haben, Frau Trinkel. Wir freuen uns sehr. Bitte schön, wir werden uns irgendwie gut verteilen. Habt ihr jetzt alle einen Platz? Probieren wir es einmal so. Wie, ja, schön der Reihe nach, ja. Passt das so? Wir haben ja bis jetzt... Okay, also ich bin jetzt am Podium. Alles okay? Und ich darf nun die Moderation in die bewährten Hände von Maria Hoppe legen. Stehe ich hier richtig für Sie, die lesen möchten, oder ist das nicht gut? Ich glaube, du stehst im Bild. Ja? Geht das für alle? Gut. Dann danke vielmals, dass ich versuchen darf, eine Moderation zu machen. Ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, insofern, also da steht einmal Podiumsdiskussion, ja. Ich habe mir überlegt, wie mache ich denn eigentlich am besten? Also es würde ja eigentlich zustehen, dich, lieber Peter Kaiser, als Landeshauptmann als Ersten sprechen zu lassen. Dann habe ich mir überlegt, es könnte aber auch mal anders sein, so wie ich es international kenne, nämlich alphabetisch vorzugehen. Wäre das okay für alle hier? Ja, lieber Rolf, das Alphabet haben wir noch nicht so geübt von hinten nach vorne. Also, lieber Rolf Hollup, dann darf ich dich bitten, mit deinem Statement zu beginnen. Wir haben das Thema unserer Podiumsdiskussion, helfen Sie mir bitte, Visionen und irgendwas. Wenn wir könnten, wie wir wollten, Dankeschön, wenn wir könnten, wie wir wollten, barrierefrei ein Leben lang. Ich kann nämlich das nicht lesen. Ah, ich kann mich aber schon sehen, das ist super. Das ist der Rolf Hollup, da steht er, da sitzt er. Andere Politiker sitzen wahrscheinlich woanders. Wir kommen direkt mit dem Peter Kaiser aus einer Regierungssitzung. In letzter Zeit sind die sehr friedlich, die Regierungssitzungen, und auch im Kopf etwas barrierefrei, was uns zeigt, wir können schon so, wie wir damals wollten, wenn wir eine gewisse Mehrheit haben im Land. Und das werden wir wahrscheinlich auch in Bezug auf Menschen mit Behinderung sukzessive umsetzen, nicht nur von den gesetzlichen Grundlagen und Vorgaben her, sondern auch vom Bewusstsein. Ich habe Kärnten so kennengelernt, dass hier Minderheiten, und ich spreche jetzt wirklich absichtlich die slowenische Minderheit als erstes an, wenig Chancen bekommen, weil es hier eine Kultur der Mehrheiten gegeben hat, die vermittelt hat, nur wenn eine Minderheit die Mehrheit ist, hat sie die gleichen Rechte wie die Mehrheit. Das ist mir zumindest im sprachlichen Bezug so vermittelt worden. Und ich habe dann Gott sei Dank, wie ich einmal eine Rollstuhlfahrerin, die bei uns im Parlament war, die Theresia Heidelmeier, wie ich sie durch Klagenfurt begleitet habe, habe ich dann gemerkt, wie viele Barrieren es in Klagenfurt gibt, nur die Randsteine betreffend, oder aber auch zum Beispiel, wir sind dann in Landhaushof gelandet und in den Landhauskeller habe ich sie hinuntergetragen. Das war einer meiner ersten Vorfälle, zumindest die Bandscheiben betreffend. Und da habe ich gemerkt, wie schwer das ist, wenn man sich einmal in diese Situation versetzt. Wir haben es dann auch mit Blinden probiert in Klagenfurt. Wir haben dann mit der Frau Abgeordneten Dranacher und mir es zumindest geschafft, dass wir das Blindenheim erneuert haben und auch Möbel gefunden haben dafür. Wir haben uns so halbwegs immer wieder, sagen wir, zu 10% in die Situation versetzen können, und das wird es, glaube ich, auch sein, was, wenn die Gesetzgeber es machen, etwas helfen könnte, wenn man wirklich sich selber einmal in die Situation versetzt und merkt, dass man überall als Bittsteller sein muss, sei es ein Gehsteig, sei es eine Ampel, wo einfach das kaputt ist, was da angedacht ist, und dieser ganze schlampige Umgang wirklich, wo man das Gefühl hat, Menschen mit Behinderung sind einfach zweitklassig behandelt. Und es tut mir sehr leid, ich merke es überall immer wieder, überall, wo wir jetzt dazukommen werden, werden wir versuchen, und das heißt, wir werden es nicht versuchen, wir werden es einfach ändern, und wir werden schauen, dass wir diese
diese Augenhöhe zusammenbringen, die nicht im Bewusstsein ist. Und da müssen wir wirklich die Barrieren in den Köpfen abreißen und ändern. Das ist mein Zugang und ich gebe schon weiter, damit es nicht so lange dauert. Für diese Augenhöhe braucht es ja auch Engagement, dass man jemanden sich traut anzuschauen. Das geht ja nicht einfach so, dass ich sage, schau da gerade mal hin oder so, nicht? Also Beziehung schaffen über Augenkontakt, wir haben das heute schon mal gehört, dass das also bei Kindern wunderbar funktioniert. Und ich denke, das ist eine gute Überleitung, vielleicht jetzt zu dir, Helene Jarmer, Nationalratsabgeordnete der Grünen und Behindertensprecherin. Ist es okay? Das heißt, also du kannst, denke ich, vielleicht uns etwas sagen oder mitteilen über Sie, die beiden Gebärdendolmetscher, Sprachdolmetscherinnen, die mitgenommen wurden von dir. Danke vielmals. Wir alle profitieren, glaube ich, davon. Ich lerne nicht, die Gebärdensprachdolmetscherin zu werden. Das ist sehr, sehr kompliziert. Vor allem, es gibt Dialekte und alles Mögliche. Bitte, liebe Helene, kannst du uns sagen, wie es dir geht, wenn du sozusagen versuchst, mit Augen oder mit welchen Mitteln auch immer, wenn du niemanden hast an deiner Seite, wie du da diese Barrieren schaffst? Ja, man sieht ja schon, ich habe das Mikrofon angeboten bekommen, da fängt es einmal an, haha. Na gut, das passiert immer wieder und in meinem Leben, auch in meinem politischen Leben, passiert das immer wieder. Interviews, Presse, Fernsehen, da kommt das Mikro zu mir und dann sage ich, zu meiner Dolmetscherin bitte. Gut, das heißt, die Menschen lernen im Umgang mit mir immer dazu. Praxis und Theorie sieht dann eben so aus, nicht? Leute haben oft sehr starke Berührungsängste. Wenn ich jetzt das so vergleiche, jemand, der vielleicht sprechen und hören kann, da hat man weniger Überwindungsprobleme. Aber im Bereich Gehörlosen Kommunikation fällt es auf, da sind die Leute sehr verschränkt. Komm ich irgendwo hin und möchte reden, reagieren die meisten Menschen mit einem Entsetzen. Ein paar Sekunden später löst sich es dann manchmal auf. Meine Aufgabe ist es auch, das Auftauen voranzutreiben. Das schaffen wir schon, Hände und Füße in der Kommunikation. Und wenn das mal durchbrochen ist, dann läuft es ganz gut. Gut, das ist in meinem Leben eigentlich immer so gewesen. Auch mit Dolmetscherinnen gibt es Leute, die nach wie vor entsetzt reagieren. Im Bereich Fremdsprachendolmetscher sehe ich das einfach ganz anders, aber in der Gebärdensprache ist meine Erfahrung, dass die Menschen sehr oft geschockt reagieren. Viele Menschen reden mich auch nicht direkt an, sondern sagen Sie der Frau Jarmer bitte, und dann sage ich, hallo, ich bin hier, Sie können mich direkt ansprechen, mit wem reden Sie überhaupt? Das wäre dann meine Antwort. Weihnachten habe ich telefoniert mit jemand, der im ORF tätig ist, Report. Wir telefonieren hin und her, und ganz zum Schluss sagt die Dame doch tatsächlich, bitte lassen Sie die Frau Jarmer noch schön grüßen. Und dann habe ich gedacht, hallo, die hat die ganze Zeit mit mir telefoniert und das ist die Situation auch in meiner Arbeit. Immer wieder passieren diese Dinge. Im Bereich Presse und Medien weiß man mittlerweile, aha, Gebärdensprachdolmetscherin ist da, die wird geschnappt, kann ich Sie jetzt was fragen? Das passiert auch ganz oft. Also das Bewusstsein ist in eine Richtung Normalität entwickelt worden, auch für Menschen, die in Sendungen zum Beispiel wird gedolmetscht, politisch wird gedolmetscht. Das heißt, man hat mehr Möglichkeit, auch Informationen zu bekommen. Davor war das gar nicht möglich. Mit vielen Kollegen im Parlament, da wussten die wenigsten, kann man denn überhaupt alles dolmetschen? Ein paar Worte vielleicht, so die Affensprache artikulieren in dieser Form? Da hat ein Umdenken stattgefunden. Es wird alles gedolmetscht. Das schafft man alles. Und seither gibt es auch keine blöden Kommentare mehr. Oft ist die Rolle von Dolmetscherinnen nicht klar. Im Ausschuss sitzen immer zwei, die sich abwechseln. Und das BZÖ, nicht die sind ja bekannt für ihre Zwischenrufe, werfen diesejenigen ein. Kollegin, die gerade nicht dolmetscht, sondern daneben sitzt und wartet, übersetzt mir diese Zwischenrufe. Und dann sagt der Kollege aus dem BZÖ, was, haben Sie jetzt gerade meine Zwischenrufe gedolmetscht? Und die Antwort war, na klar, was glauben Sie, wofür die Dolmetscherinnen da sind? Auch das wird gedolmetscht. Barrierefreiheit heißt ja alles, in allen Lebenslagen. Auch die Zwischenrufe, warum denn nicht?
Zwischentöne bei parlamentarischen Reden. Ich meine, da gibt es Leute, die lesen vor, monoton, und auch das wird gebracht, monoton gebärdet. Manche, die halt anders reden, das wird dann betont in jener, in welchen Form das aktuell ist. Und das muss ja auch kulturspezifisch gebracht werden. Barrierefreiheit bedeutet ja nicht nur Worte werden übersetzt, sondern auch der Hintergrund und auch die Färbung und die Betonung. Gut, so ist das. Wir haben ja hier wirklich in unserem Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser, einen sehr vielseitigen Mann, der ganz viel auch mit Bildung von Jugendlichen und so weiter also getan hat, ja, also neben seinen vielen anderen Engagements, die im sozialdemokratischen Bereich dann ihren Ausdruck gefunden haben und immer noch finden, denke ich. Und das heißt, also ich würde mir von dir irgendwie wünschen, dass du sagst, wie siehst du dieses Thema jetzt, diese Barrierefreiheit, oder wenn wir könnten, wie wir wollten, was braucht es da und was könnte so deine Vision sein oder dein Wunsch an uns vielleicht auch? Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, die mir wichtig sind, die rechtlichen Rahmenbedingungen, damit auch die Leitschnur für die Politik, für den Rolf, für mich, für alle, die politisch tätig sind, ist die UN-Konvention, der dann ein nationaler Aktionsplan für Behinderung gefolgt ist, der von den Jahren 2012 bis 2020 versucht, jene Dinge umzusetzen, die unter dem hehren Titel einer inklusiven Gesellschaft eigentlich das konkret zu Erreichende anstellen. Ich habe mir auch ausgehend von permanenten Debatten, von vielen mehr als berechtigten Beschwerden und vom täglichen Erleben von Nachteilen, die behinderten Menschen haben, versucht, ein paar Punkte zu überlegen, die ich heute in aller Kürze näher bringen möchte. Das erste ist eine Bestandsaufnahme. Die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen ist in den meisten Lebensphasen nicht gegeben. Es ist aber nicht so, dass man von Haus aus Abwehr gegen diese Maßnahmen prinzipieller Natur ortet, sondern es ist oftmals Unwissenheit, wenig Bewusstseinsbildung und auch nicht das Mitaufnehmen im Bildungsbereich, in der Bewusstseinsbildung, der Grund dafür. Ich werde dann ein Beispiel in späterer Folge noch anführen. Wir haben eine Reihe von sehr leichten Ausnahmebestimmungen in vielen Bereichen, denke daran, dass es zwar ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr gibt, aber die Ausnahmebestimmungen für Menschen mit Behinderungen oder wo es gewisse Schwierigkeiten gibt, sind sehr leicht im Verhältnis zu sonstigen Ausnahmebestimmungen. Es gibt, und das ist eine permanente Diskussion in Kärnten, über Inklusionsmodell versus einer Sonderschule beziehungsweise der Sonderschule Gutenberg, dass Inklusion nur durch das Überwinden einer solchen Schule gewährleistet werden kann zu 100%, dass aber ein großer Teil der dort Betroffenen und ihrer Eltern nicht loslassen kann, will, wenn man dort gewisse Identitäten gefunden hat. Das heißt, auch wenn es hier Menschen gibt mit unterschiedlichen Zugängen in ein und derselben Problemsituation, ist es oftmals politisch nicht möglich, hier positive Lösungen sofort zustande zu bringen. Das heißt, dass wir dann auch ein Fazit österreichweit haben, dass 68% der Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in sonderschulischen Einrichtungen betreut werden. Die dahinterstehende offene Frage: Kann eine Gesellschaft auf solche Sonderschuleinrichtungen in jedem Fall verzichten? Wenn ja, wie ist das einzuleiten? Wenn nein, wie geht man doch damit um, dass Inklusion nicht verdrängt, aber doch der Wunsch, die Orientierung, die Richtung dieselbe bleibt? Der zweite Themenkomplex ist die Barrierefreiheit und die gesellschaftspolitische Begrifflichkeit. Barrierefreiheit, ich weiß nicht, wie es vielen Menschen geht, aber wenn ich solche Debatten und Diskussionen immer wieder führe, assoziiere ich, dass, wenn ich Bildung sage, Schule gedacht wird, wenn ich Arbeit sage, Lohnarbeit gedacht wird und wenn ich Barrierefreiheit nenne, dann heißt es barrierefrei für Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben.
Es wird nicht über andere Einschränkungen, nicht über andere Behinderungen, nicht über andere Bereiche gesprochen und gedacht. Und oftmals merkt man das auch im Problembewusstsein, im Aufzeigen von Problemen, dass es meistens um bauliche Hindernisse geht, die man körperlich schwer überwindet, über Bereiche wie Sehbehinderung, Hörbehinderung, Kombinationen davon oder andere Bereiche wird selten gesprochen. Krasses Beispiel, das ich selbst politisch teilweise mitzuverantworten hatte, war der Neubau des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, wo es trotz Arbeitskreise, trotz ausgesprochenem politischen Willen und trotz auch guten Willen manchmal mancher Bauträger und Bauausführender ganz einfach nicht gelungen ist, das so befriedigend zu machen, sodass dann letztendlich über Isabella Scheiflinger auch hier wieder eingeschritten werden musste, um einige Dinge zumindest nachzujustieren. Wir haben den Bereich der Gebärdensprache. Es ist heute nur durch ein Ausnahmeprojekt, erstmalig durch das hohe Engagement auch des Gehörlosen bzw. gehörschädigten Vereines gelungen, dass wir mit einem Sondervertrag mit der Gebietskrankenkasse, Gesundheitsreferat, zumindest partiell manche Dinge erreichen konnten. Dr. Franz Dotter hat sich da insbesondere eingesetzt. Ich glaube, ich habe ihn eh hier gesehen, dass wir zumindest einmal Dolmetsch bei gewissen Untersuchungen und dem Erstellen von Anamnesen dabei gehabt haben. Es ist aber eher auch so, dass diese Bewegung sich nicht österreichweit ausübt und dass sie auch in Kärnten immer wieder mit Schwierigkeiten gekennzeichnet ist. Und der dritte Bereich ist einer, den ich mit der demografischen Entwicklung beschreiben möchte. Ausgehend von der Tatsache, dass wir immer älter werden, dass wir als Ziel einer an und für sich positiven Entwicklung auch schauen möchten, dass wir das möglichst älter werden, im möglichst qualitativen Gesundheitszustand erreichen, immer mehr Problembereiche gesehen haben und auch mit immer mehr Problembereichen konfrontiert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in einem Land, wo derzeit in Alten- und Pflegeheime nur mehr Personen mit der Pflegestufe 4 oder Pflegestufe 3 plus Demenz gehen können. Das sind Bereiche, und verzeihen Sie, dass ich diesen grauslichen Begriff bewusst nenne, die eine Tendenz wieder aufleben lassen, von der ich hoffte, dass sie vorbei sei, nämlich das Dahinsiechen ab einem gewissen Gesundheits- und Alterszustand. Und dem werden wir, das haben wir auch in der Koalition besprochen, so rasch als möglich mit einem umfassenden Konzept entgegensteuern. Auch das sind Exkludierungen aus dem gesellschaftlichen Leben, die kaum beachtet, kaum bedacht, aber jeden Tag eigentlich vor unseren Augen sich abspielen. Der letzte Punkt ist die Bewusstseinsbildung. Und auch hier sage ich ganz offen und ungeschminkt, dass wir auch in der Bewusstseinsbildung, unabhängig von unterschiedlichen Zugängen, das Idealbild einer Inklusion oder einer inklusiven Gesellschaft kaum vermitteln. Es sind Einzelkämpferinnen, es sind Einzelkämpfer, die das versuchen, es sind engagierte Gruppen, aber ein wirkliches Bewusstsein bis tief in die Politik, und ich beziehe mich in manchen Bereichen sogar selber ein bei manchen Sachfragen, ist als solches nicht gegeben. Wenn ich daher priorisieren kann und das politisch auch für mich priorisiere, dann ist die Bewusstseinsbildung, das Erklären, das Vermitteln, das daran arbeiten von dem, was eine inklusive Gesellschaft sein kann, wahrscheinlich jener Schwerpunkt, den wir auch politisch zu forcieren haben, unabhängig davon, dass ich natürlich der Meinung bin, dass wir alles zu tun haben, gesetzliche Vorschriften, sei sie baulicher, sei sie integrativer oder anderer Aufgabenstellung zu erfüllen haben. Soweit ein erster Punkt. Das Fazit für mich ist, wir sind bei Weitem nicht so weit in der Praxis, wie wir es gerne theoretisch wären. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, ob wir theoretisch dort sind, wo wir eigentlich von gesetzlichen Erklärungen her sein müssten. Vielen Dank. Ja, jetzt muss ich wieder woanders hin. Warte mal, was mache ich? Ich stelle mich hinter dich. Ja, genau, so. Ja, geht das? Ja, wunderbar. Ich halte mich notfalls hier an.
Vielen Dank jedenfalls für diesen Bogen sozusagen. Und bei dem Stichwort alte Menschen möchte ich anknüpfen, weil das auch ein Gebiet ist, das ich besonders wichtig finde, abgesehen von dem, dass wir ja jeder von uns und jede von uns jeden Tag gemeinsam altern. Von der Geburt an sind wir schon einen Tag alt oder irgend sowas, ja. Also das heißt, und hier gibt es dann alle möglichen Facetten von miteinander leben in verschiedenen Generationen und miteinander auch lernen. Und ich denke, das ist eine große Chance, was du angesprochen hast, diese Bewusstseinsbildung, voneinander, miteinander zu lernen, was auch immer. Soziales Lernen ist heute auch schon gefallen. Und wir haben hier jetzt als Nächste, würde ich vorschlagen, die Birgit Meinhardt-Schiebel vom Alphabet her. Sie ist die Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger. Und sie kann uns da, denke ich, so ein bisschen einen Bogen spannen, wo es überall pflegende Angehörige gibt. Ja, ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen noch einige Barrieren, die Sie im Leben jederzeit auch selbst erleben können, vorstellen zu können. Ich freue mich deshalb, weil es eigentlich zum ersten Mal ist, dass wir darauf aufmerksam machen können. Ein Thema, das in unserer gesamten Gesellschaft fast jeden von uns zu jeder Zeit treffen kann. Das heißt, jeder und jede von uns kann jederzeit selbst ein Mensch werden, der behindert wird durch eine Erkrankung, durch einen Unfall. Aber damit sind auch die Menschen verbunden, die mit ihnen in Beziehung stehen. Ihre Freunde, ihre Verwandten, ihre Angehörigen, ihre Partnerinnen, ihre Partner. Pflegende Angehörige sind nicht per se nur Menschen, die mit alten Menschen zu tun haben. Es sind genauso Kinder, die zu Hause ihre Eltern pflegen. Die Bandbreite geht wirklich von ganz klein bis ans Ende des eigenen Lebens. Und wenn Sie mich fragen, ja, was ist denn dabei eine Barriere? Ja, es gibt bauliche Barrieren und es gibt vielleicht irgendwelche anderen Barrieren. Was haben denn pflegende Angehörige für Barrieren? Dann kann ich Ihnen nur sagen, das sind Barrieren, die jeden Menschen im tiefsten Inneren betreffen. Wenn Sie heute in die Situation kommen, und meistens kommt man plötzlich und unerwartet in die Situation, dass Sie ein pflegender Angehöriger, eine pflegende Angehörige werden, müssen Sie zuerst einmal einen Schock verkraften. Sie müssen verkraften, dass Sie in eine Situation geraten, in der Sie schlicht und einfach nicht wissen, was Sie als erstes tun sollen, wie Sie es tun sollen und wie Sie mit der Situation überhaupt zurande kommen. Eine Barriere, die im Inneren dazu führt, dass man entweder abblockt, den Kopf in den Sand steckt oder in seiner Verzweiflung versucht, jetzt irgendwie einen Schritt zu machen, nur um diese Situation klären zu können. Dazu gehört natürlich, dass man zuerst einmal versucht, selber damit fertig zu werden. Das nennt man dann Selbstbehandlungsversuch. Das heißt, man schaut einmal, kann ich das schaffen? Was erwartet man von mir? Habe ich alles im Griff? Bis zu dem Moment, wo man vielleicht auch in die Depression versinkt und das Gefühl hat, ich schaffe das einfach nicht. Ich kann nicht mehr. Im günstigsten Fall, wenn man diese Barriere so quasi erkannt hat, kann es dazu kommen, dass man informelle Hilfe mal in Anspruch nimmt, dass man versucht, im eigenen Umfeld Menschen zu finden, die einen unterstützen und helfen können. Aber Sie wissen alle, wir haben unsere Normen. Wir haben Normen wie, das muss ich alleine können, das sind meine Eltern, das sind meine Partnerinnen, ich muss für sie sorgen, ob ich das jetzt schaffe oder nicht, ich muss irgendetwas tun. Dazu kommen aber auch so Scham- und Schuldgefühle, ich muss zugeben können, eigentlich schaffe ich das nicht. Ich habe Angst, ich weiß nicht wohin, mein Beruf ist gestört, mein Zusammenleben ist gestört, was mache ich eigentlich? Und dazu kommen Vorurteile in unserer Gesellschaft, die wir alle schon ewig kennen, bist du Frau, kannst du pflegen, selbstverständlich. Das heißt, Frauen übernehmen, ohne viel nachzufragen, die Pflege und machen das, solange sie nur irgendwie können. Erst dann, wenn die Notlage zu groß ist, wenn es nicht mehr auszuhalten ist, entsteht bei den Menschen dann oft so das Gefühl, gut, jetzt muss ich irgendwie nach außen gehen, ich muss mir Hilfe holen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Aber dazu kommt, wo bekomme ich diese Hilfe? Mit wem kann ich eigentlich reden? Darf ich überhaupt mit jemandem reden? Oder ist in meiner Familie das ein Tabu?
Themen, die in der Familie stattfinden, nach außen zu tragen. Und wenn es dann endlich dazu kommt, dass man eine Beratung in Anspruch nimmt, dann gibt es sozusagen die nächsten Barrieren. Kann ich mit dieser Beratungseinrichtung oder mit diesen beratenden Menschen, haben die dann Zeit, wenn ich sie brauchen würde? Zahlt sich das aus? Zahlt sich mein Aufwand aus? Oder denke ich mir, dann probiere ich es doch lieber allein. Und erst dann, wenn sozusagen alle diese Stufen durchlaufen sind, kommt es dann wirklich zu einer echten Kontaktaufnahme und vielleicht tatsächlich zu einer Hilfe von außen. Und wenn Sie sich diese Barrieren alle vorstellen, dann fragt man sich immer, bei welcher Barriere würde ich aufgeben? Wo, sage ich ganz einfach, am liebsten machen wir es allein, ich werde es schon irgendwie aushalten bis zum Zusammenbruch. Und diese Barrieren, die erleben nicht nur einzelne Menschen. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben derzeit 430.000 Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher. Wenn nur jeder Mensch, der Pflegegeld bezieht, einen einzigen Angehörigen hat, hoffentlich zwei, dann hat selbst Minister Hunsdorfer gesagt, es trifft ungefähr 1 Million Menschen in diesem Land. Und jeder und jede von ihnen kann jeden Tag davon betroffen sein. Und an diesen Barrieren zu rütteln, Menschen einzubinden, große Kampagnen zu machen, zu sagen, jeder hat das Recht darauf, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder braucht Unterstützung in dieser Situation. Das ist eine der ganz wichtigen Barrieren, die wir überschreiten müssen. Dazu kommt noch das Thema, dass es auch Kinder gibt, die diese schweren Aufgaben übernehmen und die sind zwischen 5 und 18 Jahren alt. Bitte wundern Sie sich nicht darüber, wir haben ursprünglich angenommen, es könnten 20.000 Kinder in Österreich sein und es sind mittlerweile laut einer Studie 47.000 Kinder. Wenn Sie sich vorstellen, dass Kinder gar nicht in der Lage sind zu erkennen, in welcher Situation sie stehen und dass sie ihre Kindheit dadurch verlieren, dann frage ich mich, welche Barrieren sind da, die wir als Gesellschaft an Kinder weitergeben, dass sie gar nicht an die Situation denken, sich Hilfe selbst zu organisieren. Sie sind auch dazu nicht in der Lage, genauso wenig wie Erwachsene. Gut, die Frage ist, was kann helfen? Es kann helfen, wirklich eine Kampagne zu machen und deutlich zu machen, jeder Mensch, der als Pflegender, Zugehöriger, Angehöriger, Freundin, Freund vorhanden ist, braucht Unterstützung, muss Unterstützung in Anspruch nehmen können und es muss gesetzliche Rahmenbedingungen dafür geben. Es kann nicht sein, dass gewisse Leistungen an den gemeinsamen Haushalt gebunden sind, so wie das heute der Fall ist. Viele Menschen leben nicht im gemeinsamen Haushalt und übernehmen trotzdem diese Aufgabe. Und es braucht eine Struktur, die Menschen einfach auf einem ganz, ganz niederschwelligen Niveau anbietet. Wir sind da, wir kommen auf dich zu und wir unterstützen dich. Wir dürfen nie davon ausgehen, dass Menschen einfach in der Lage sind, diese Barrieren selbst zu überwinden und für sich selbst auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich brauche Unterstützung und Hilfe. Da braucht es zugehende Unterstützung, da braucht es ein gesellschaftliches Umdenken. Menschen, die pflegen und die betreuen, brauchen unsere Unterstützung. Ja, vielen Dank. Ich denke, dass hier auch eine Menge Barrieren sichtbar geworden sind und das ist eine Überleitung, glaube ich, jetzt zu dir, Erwin Ries, Dr. Erwin Ries. Er ist Behindertenaktivist und Autor unter anderem vom Roman Herr Groll im Schatten der Karawanken. Und er hat uns ja heute schon ein bisschen näher gebracht, die drei Fragen der Barrierefreiheit. Und ich bitte dich jetzt um deinen Beitrag, wo du meinst, das passt jetzt hier noch irgendwie da hinein von deiner Sicht. Ja, danke. Ich möchte mit einer biografischen Geschichte beginnen. Ich sitze seit 30 Jahren im Rollstuhl und höre seit 30 Jahren zwei Begriffe oder zwei Themenkomplexe. Das eine ist Licht ins Dunkel, eine Katastrophe für uns nach wie vor, aus vielerlei Gründen, auf die man im Detail da noch eingehen könnte. Das zweite ist das Wort Bewusstseinsbildung. Das höre ich auch seit 30 Jahren. Ich hatte das Glück,
im Wirtschaftsministerium in der Wohnbauforschung den Bereich barrierefreies, damals behindertengerechtes Bauen zu betreuen. Also ich habe Studien beauftragt und betreut, auch auf europäischer Ebene, und habe gesehen, was sich in Europa da entwickelt hat. Und ich hatte auch das Glück, an der New York University durch 10 Jahre hindurch, teilweise als Schriftsteller, teilweise als Disabled Rights Campaigner, direkt an der NYU mitzubekommen, wie in den USA das amerikanische Antidiskriminierungsgesetz erkämpft, umgesetzt und mit Leben erfüllt wurde. Das war sehr aufregend. Ich war bei vielen Demonstrationen dabei. Das Gesetz gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Und hat dazu geführt, dass sich das Bewusstsein der nicht behinderten Bevölkerung gegenüber behinderten Menschen dramatisch verändert hat. Der Grundsatz der amerikanischen Behindertenbewegung, Independent Living, selbstbestimmt Leben in unseren Breiten, Nothing about us, without us, also Expertentum in eigener Sache, ist einmal der zentrale Satz und die zentrale Geschichte. Davon abgeleitet ist, wenn man so ein Gesetz hat wie das Americans with Disability Act, ein wirklich taugliches Antidiskriminierungsgesetz, wenn dort ein Restaurant erbaut wird, eine Generalsanierung gemacht wird und es gibt keinen Behindertenparkplatz und keine Behindertentoilette, schreibt man einen Brief an die zuständige Behörde, zwanglos, formlos. Die Behörde wird tätig, setzt sich mit dem Besitzer in Verbindung. Das erste Mal, glaube ich, gibt es derzeit $20.000 Strafe. Und das nächste Mal, wenn das nicht beseitigt wird, ist die Lizenz weg. In kurzer Zeit, wirklich innerhalb von Wochen, sind in New York überall Rampen, improvisierte Rampen entstanden. Und es hat sich die Zahl der behinderten Menschen auf der Straße verdoppelt, vervierfacht, verzehnfacht. Mit allen möglichen Geräten sind die herumgerollt, gefahren. Ich weiß schon, es gibt andere Behinderungsformen, aber ich konzentriere mich jetzt einmal auf diese Geschichte. Im Grunde genommen enden alle bei derselben Frage, nämlich die Frage nach der Qualität von Gesetzen und dem Vorhandensein von Gesetzen. Und zwar Gesetzen, die überprüfbar sein müssen, die Sanktionsbestimmungen haben und klar formuliert sein müssen. Wir haben zwar seit 1999 im Paragraph 7 Bundesverfassungsgesetz den Hinweis, dass niemand aufgrund seiner Behinderung diskriminiert werden darf, es fehlen aber die Ausführungsgesetze und Verordnungen. Wir haben die UNO-Menschenrechtskonvention, wir haben die Behindertenkonvention seit 2008, wo das noch einmal spezialisiert zusammengefasst wurde. Es fehlen die ausführenden Gesetze, die wirklich handhabbar sind. Sie können zum Beispiel einen Einkaufszentrumsbetreiber, der Behindertenparkplätze anbietet, Sie können ihn nicht dazu bringen, wenn er es nicht von sich selber macht, diese Parkplätze der StVO zu unterstellen. Meistens ist es so, dass diese Parkplätze Privatgrund sind und man kann Leute, die drauf parken und selber nicht berechtigt sind, nicht anzeigen. Das wissen die wenigsten, aber es ist so. Das geht nur dort, wo steht StVO, hier gilt die StVO. Wenn ich allerdings mit meinem Auto einen Nichtberechtigten blockiere, dann bin ich dran, weil dann gilt die StVO, und zwar in jedem Fall. Und so könnte man viele Beispiele aufzählen. Wir hatten von der UNO eine Richtlinie, dass bis 2015 öffentliche Gebäude und Transportmittel barrierefrei zu sein haben. Das wurde auch von Österreich unterschrieben. Es wird nicht eingehalten oder nur in Teilen eingehalten. Wien zum Beispiel hat den Grundsatz der Barrierefreiheit für diesen Bereich auf das Jahr 2042 erstreckt. Mit dem Zusatz, dass 75% der Mittel erst in den letzten 5 Jahren ausgegeben werden. Also wenn man sich diese Geschichte anschaut, ist es so, dass wir zwar oben auf der obersten Ebene schöne Willenserklärungen von Staatsgrundzielen haben, aber darunter findet zum Teil das Gegenteil dessen statt, was beabsichtigt sein müsste. Und zum Schluss noch eine kurze Bemerkung. Adorno sagte mal, das zentrale Element von Zivilisation ist es, angstfrei anders sein zu können. Und das ist gerade für uns selbstbestimmt lebende, behinderte Menschen eine zentrale Sache. Angstfrei anders sein zu können. Wenn die gesetzlichen
Vorkehrungen für alle einsichtig, mit Sanktionsbestimmungen auch, die auch durchgeführt werden und eingehalten werden. Wenn diese Bestimmungen existieren, dann ändert sich das Bewusstsein der gesamten Bevölkerung. Die behinderten Menschen fühlen sich gleichwertig und sind auch gleichwertig vor dem Gesetz zumindest. Und langsam beginnt es dann auch in den Köpfen der nicht behinderten Menschen stattzufinden. Und diese Licht-ins-Dunkel-Sache wird auch irgendwann einmal zu Ende sein, diese entsetzliche Geschichte. Ein letzter Satz. Wir machen das nicht nur für uns. Ich sage das meinen behinderten Freundinnen und Freunden immer wieder. Wir machen das durchaus auch für die gesamte Gesellschaft. Weil eine Gesellschaft, die lernt, dass sie ihre schwächsten Mitglieder, ob das jetzt alte, Kinder, behinderte Menschen, zugewanderte Menschen sind, eine Gesellschaft, die ihre schwächsten Mitglieder durch Gesetze schützt, für alle nachvollziehbar schützt, schützt sich selber dadurch auch vor dem Rückfall in die Barbarei. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Das ist der sogenannte behindertenpolitische Mehrwert, wie ich immer sage. Aber den gibt es tatsächlich. Das heißt, das ist nicht eine Liebestat der Politik, dass die Behinderten halt auch irgendwie mitlaufen und kämpfen dürfen, sondern die Gesellschaft nützt sich selber, sie erhöht sich selber, wenn sie das tut. Danke. Dankeschön. Ich denke, das könnte jetzt wieder eine Überleitung sein, was du gesagt hast, Erwin Ries, zur Frau Magistra Isabella Scheiflinger. Sie ist unsere Behindertenanwältin des Landes Kärnten. Und ich denke, was ich von dir bis jetzt erlebt habe, abgesehen von deiner fachlichen Kompetenz und Vielfalt und Breite, ist natürlich auch das menschliche Zugehen auf Menschen und dann auch noch eben mit den Möglichkeiten, die du ihnen geben kannst, nämlich sie zu ermutigen, ihre Stimme irgendwo zu deponieren und zu sagen, da gibt es ein Problem. Und so, du hast ja heute schon kurz angeschnitten, wie viele Menschen du in deinen 4 Jahren, glaube ich, 20.000 oder so ähnlich Beratungen gemacht hast, wenn ich richtig gehört habe. Das ist eine enorme Anzahl und ich denke, das geht immer sehr individuell zu. Möchtest du uns ein bisschen etwas zu dieser Diskussion jetzt noch beitragen, bitte? Ja, danke. Danke vorweg. Danke vorweg für die netten einleitenden Worte. Ja, wie bereits gesagt, seit 4 Jahren erfahre ich in der Funktion als Behindertenanwältin die Probleme und die Sorgen der Menschen mit Behinderung. Und danke vorweg auch an Sie, Herr Dr. Ries. Sie haben mir schon sehr viel vorweggenommen, weil ich wollte eigentlich auch noch ganz gern auf die rechtlichen Standpunkte ausgehen, aber da haben Sie schon sehr vieles dazu gesagt, braucht keine Wiederholung. Aber was ich ganz klar erkennen kann, ist schon das, dass viele Menschen mit Behinderung alleingelassen werden mit ihren Problemen. Und viele Menschen viel zu wenig informiert sind über die unterschiedlichsten Unterstützungsmöglichkeiten. Die Behindertenarbeit oder das Behindertenrecht ist eine Querschnittmaterie. Das heißt, es gibt viele unterschiedliche Gesetze, die irgendetwas regeln für Menschen mit Behinderungen, daraus resultierend unterschiedliche Behörden, die irgendetwas regeln für Menschen mit Behinderung. Und das wird von den betroffenen Menschen sehr oft als irrsinnig, mühselig, strapaziös und einfach oftmals wirklich, wo man sagt, ich schaffe das einfach nicht mehr. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Es muss wirklich insofern was geändert werden, dass es eine Stelle gibt, wo man sich hinwenden kann und von dieser Stelle aus einfach bestimmte Dinge organisiert, koordiniert wird, sei es jetzt im Case- oder Care-Management, wie auch immer man das definiert. Dann danke auch an dich, Peter Kaiser, an unseren Herrn Landeshauptmann. Du hast dich ganz klar zu der UN-Behindertenrechtskonvention auch bekannt mit deinem Regierungsteam. Dort zugleich meine Bitte an dich einfach auch, also nicht nur einen UN-Nationalratsaktionsplan, den irgendwie heranzuziehen, weil das ist in erster Linie etwas, was auf Bundesebene geregelt ist. Wir brauchen im Land Kärnten einen eigenen Landesetappenplan, der die Rechte auf Landesebene laut UN-Behindertenrechtskonvention einfach auch garantiert. Das muss ein klares Bekenntnis der gesamten Regierung sein. Das ist nicht nur ein Thema, was Gesundheits- und Sozialressort anbelangt, sondern ganz klar Wirtschaft, Infrastruktur, Arbeitsbereich. Also ein klares Bekenntnis der gesamten Regierung, dass man die Probleme der Menschen ernst nimmt
und dass man in diesem Landesetappenplan wirklich die Menschen anhört, dass man ihnen ein Sprachrohr, also dass man sie als Sprachrohr wirklich auch ernst nimmt und mit einbezieht in der ganzen Planung. Und wir brauchen da den Weg nicht neu erfinden. Dankeschön. Es gibt das Land Steiermark, die Kollegin, die für den steirischen Landesetappenplan verantwortlich ist, ist irgendwo im Podium. Das Land Steiermark hat das ganz, ganz gut schon vorgezeigt, wie es gehen kann mit einer ehrlichen Partizipation, wie es auch gehen kann, dass man einfach auch sagt, wir nehmen die Probleme der Menschen ernst. Wir hören uns die Probleme an und wir machen einen so Art Masterplan mit Umsetzungsschritten. Es ist uns allen klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Es ist uns allen klar, dass es ein Prozess ist, aber ein ehrliches Bekenntnis dazu, zu den Problemen sich zu bekennen und auch zu sagen, Schritt für Schritt setzen wir das im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention um. Schritt für Schritt meine ich, es kann ein bisschen schneller gehen als wie 2020. Also auch da ist das Land Steiermark ein großes Vorbild im Bundesländervergleich. Da denke ich mir, das wäre eine ganz wichtige Botschaft an die Menschen mit Behinderung und gerne wäre ja weiterhin sie dabei unterstützen und behilflich sein. Ich möchte dann nur dazwischen einwerfen, dass ich das wirklich eine tolle Sache gefunden habe. Vielen Dank auch für deinen Beitrag, aber auch eben wirklich schon zu Taten zu kommen, wo es möglich ist, nämlich den Pflegeregress abzuschaffen. Das ist ja wirklich ein erster gemeinsamer Schritt dieser neuen Regierung. Und jetzt darf ich Sie, Frau Bernadette Trinke, bitten, dass Sie in Vertretung von Herrn Landesrat Dr. Wolfgang Waldner aus der Sicht von Ihrer, ja, Sie haben ja auch eine Menge schon an Vorerfahrungen und dass Sie einfach selber erzählen, was Sie jetzt sagen möchten aus Ihrem Blickwinkel und vielleicht auch im Hinblick auf das, was Dr. Waldner, weiß ich nicht, ob er Ihnen was aufgetragen hat oder was auch immer, aber ich freue mich, dass wir Sie kennenlernen dürfen hier in diesem Forum. Dankeschön. Danke für die Einladung. Ich bin nicht direkt als Vertretung von Herrn Dr. Waldner hier, sondern ich bin als Vertreter des Seniorenbundes hier. Und ich glaube, dieses Gremium hier versteht sehr gut, welche Probleme es in der zweiten Hälfte des Lebens oder im letzten Drittel des Lebens gibt, und mit diesen Problemen werden wir uns, wenn wir Glück oder Pech haben, wie wir uns sehen, alle damit beschäftigen müssen. Ich sehe das bei meinen Mitgliedern immer wieder. Speziell körperliche Gebrechen sind sehr, sehr schwer zu bewältigen. Ältere Menschen brauchen ja erfahrungsgemäß sehr oft einen Arzt, und ein Großteil der Arztpraxen ist nicht erreichbar. Man besucht 20, 30 Jahre seinen Hausarzt, plötzlich ist man nicht mehr mobil und steht vor einer unüberwindbaren Hürde. Ich glaube, hier ist wirklich gefordert, dass man diese Ansätze, die Arztpraxen, Zugänge und alle verwandten Berufe unbedingt mit Barrierefreiheit ausstattet. Es ist ein Gebot der Stunde, es ist eine Diskriminierung von älteren Menschen, die über die Diskriminierung von Behinderten noch hinausgeht. Nur weil ich älter bin und wir werden nicht nur eine Art der Behinderung kennenlernen, sondern es ist dann meistens auf mehrere Bereiche ausgedehnt, man sieht schlechter, man hört schlechter und hat dann sehr, sehr wenig Hilfestellung im täglichen Leben. Es geht ja auch darum, dass man schon im Vorfeld bei der Genehmigung, bei Baugenehmigungen, auch im privaten Bereich andenken soll, ähnlich Vorsorge zu treffen, dass man barrierefrei bauen kann. Nachrüstungen, wissen wir alle, kosten ein Vielfaches der ursprünglichen Kosten, wenn man von vornherein vorsieht. Auch hier ist die Politik gefordert, Architekten, Baumeister dahingehend zu schulen, dass sie darauf Acht nehmen. Es war ohne weiteres möglich, gesetzlich zu verankern vor etlichen Jahren,
vor vielen Jahren schon, dass man einen Sicherheitsbunker in den Einfamilienhäusern hat, aber es ist anscheinend nicht möglich zu verankern, dass man barrierefreie Zugänge schafft, weil fast jedes Einfamilienhaus hat nette Treppen zum Eingang, die sich dann als sehr, sehr schwer überwindbares Hindernis darstellen. Ja, das ist eigentlich alles, was ich vom Seniorenbund sagen kann, was ich von der Elternbevölkerung als Anforderung stelle, dass man einfach das tägliche Leben, das tägliche Miteinander und die Beweglichkeit auch im Alter etwas leichter macht. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben vorher ausgemacht, dass wir doch jetzt diese Expertenrunde hier auch Experten unter sich sozusagen lassen, aber wir uns beteiligen dürfen, was sehr schön wäre. Das heißt, es gibt vielleicht unter Ihnen jetzt Rückfragen, Rückmeldungen und so weiter. Dann würde ich einfach bitten, noch eventuell noch zu ergänzen oder... Ja, weil es ist viel gesagt worden, es ist der politische Wille, glaube ich, da, etwas zu ändern. Also auch von daher, die wirklich spüre ich das irgendwie so heraus. Ich weiß nicht, also, ob das eine subjektive Wahrnehmung ist, aber ich traue es einfach diesen Menschen, die hier sitzen, zu, dass sie wirklich etwas bewegen, sowieso schon und auch bewegen wollen in Zukunft, und zwar gemeinsam. Und das halte ich für was sehr Wichtiges. Vielleicht mögen wir das noch ein bisschen vertiefen auch. Was kann denn der Sinn von all diesen Barrieren sein? Es würde mich persönlich interessieren, weil ich einfach glaube, wir haben zwar die körperlichen Veränderungen und das wird natürlich dann oft ganz, ganz schwer, aber Viktor Frankl sagt ja, es gibt auch so etwas wie einen Sinn, der uns über diese Dinge hinwegtragen kann. Ob das jetzt im Sinne eines Glaubens oder was auch immer ist, also es gibt ja ganz verschiedene Ansätze. Wir sind in einer Zeit, wo es immer wieder von Geld die Rede ist, und daher möchte ich einfach mal fragen, halten Sie auch etwas wie diese Werte, die wir im Sozialgefüge miteinander oder die uns innerlich helfen, schwierige Situationen und Barrieren zu schaffen? Wie sehen Sie das? Was hilft uns hier oder vielleicht auch persönlich? Wer möchte von Ihnen etwas sagen? Ich fange einfach an. War das eine zu steile Frage? Nachdem ich ja ein neues Thema mit hineingebracht habe in die Diskussion, nämlich es gibt ja auch noch zahlreiche andere Barrieren im Leben, denke ich mir, frage ich mal sozusagen in eure Runde als Expertinnen und Experten hinein, wie geht man denn damit um, wenn es gesellschaftliche Barrieren gibt, die man nicht mit einer Bauordnung wegbringen kann, die man nicht mit einer gesetzlichen Maßnahme verändern kann, sondern wo es einfach ein Umdenken innerhalb einer Gesellschaft braucht, weil schlicht und einfach die demografischen Verhältnisse sich geändert haben. Und wo es nicht nur darum geht, dass viele Menschen älter werden, sondern dass sich das gesamte gesellschaftliche Feld verändert, dass man heute sagt, okay, es ist wesentlich besser, wenn Menschen auch dann, wenn sie krank sind, wenn sie Pflege und Betreuung brauchen, zu Hause bleiben und nicht in einer Institution landen. Aber wer ist denn dann verantwortlich und wer übernimmt denn dann diese Aufgabe? Und gibt es da jetzt sozusagen ein anderes Denken, ja, ich leiste diese Aufgabe, aber muss ich das jetzt bis ans Ende meines Lebens tun, bis ich nicht mehr kann oder zusammenbreche? Da gibt es ganz, ganz viele Facetten. Und ich denke mir, ja, das hat auch was mit unserer Gesellschaft zu tun. Pflege und Betreuung ist sehr oft ein Deal in einer Familie. Du machst das für mich und dafür bekommst du Haus, Hof, Wohnung oder was immer. Aber das wird nie klar ausgesprochen. Und da geht es dann plötzlich nicht mehr darum, kriege ich jetzt das Haus und den Hof, da habe ich nichts mehr davon, wenn ich kaputt bin, schlicht und einfach. Ja? Oder pflegende Kinder. Nehme ich Kindern einfach sang- und klanglos ihre Kindheit weg und denke gar nicht drüber nach? Die Kinder können nicht kommen und schreien. Also diese Barrieren, die dazukommen und die wir noch gar nicht kennen, die können wir nur bewältigen, indem alle miteinander sagen, ja, man muss sie zur Kenntnis nehmen und man muss etwas dazu tun, nämlich hingehen und mittun und aufmerksam machen.
Helene Jamer hat die Hand gehoben. Helene, bitte. Ja, da möchte ich anschließen. Schlagwort Gesellschaft. Bekannt ist es ja in der Generation, behinderte Menschen kennen wir nicht. Sie wachsen in Sonderschulen, in Sondereinrichtungen auf. Das heißt, die Gesellschaft funktioniert segregierend. Man hat mit diesen Menschen nichts zu tun. Was wir lernen müssen, ist dieser Prozess, Berührungen zu haben. Nicht nur die Menschen, die in der Familie sind, am Arbeitsplatz oder vielleicht direkt mit behinderten Menschen zu tun haben, sondern alle. Ich frage mich, und das ist meine Überlegung, was ich bis jetzt nicht begreife, in der Schule wird segregiert, nicht? Warum auch immer, läuft. Und dann frage ich, wie sieht es mit der Arbeitswelt aus? Da muss ja sowieso Inklusion, also jetzt abgesehen von den geschützten Werkstätten, Inklusion gelebt werden. Das heißt, das ganze Leben ist inklusiv. Will man so weit segregieren, dass man dann vielleicht auch einen Behindertenfriedhof hat für behinderte Menschen? Wir ändern ganz klar die Zeit von Anfang an, von klein auf an, gemeinsam aufwachsen, gemeinsam lernen, gemeinsam arbeiten, gemeinsam leben. Das ist dann schon eine Art von Gewohnheit. Punkt eins. Zweiter Punkt, alte Menschen. Persönliche Assistenz ist generell ein großes Thema. Da wird viel diskutiert und das ist eine sehr wichtige Diskussion, denn es werden nur bestimmte Gruppen, Pflegegeldstufen bezahlt. Jedes Bundesland hat eigene Regelungen. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, alle Personengruppen, lernschwache Personen, andere Formen von Behinderungen, die Möglichkeit zu bekommen, persönliche Assistenzdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. In meinem Fall, ich bin durch Gebärdensprachdolmetscherinnen in der Lage, politisch tätig zu sein und kann vollberuflich arbeiten. In Deutschland gibt es einen blinden Richter, der mit seinem Assistenten seinen Beruf vollständig durchführen kann. Schauen wir mal, was brauchen Menschen, um bestmöglichst arbeiten zu können, und darüber sollten wir diskutieren und nicht, brauchen wir sowas überhaupt? Nein, was müssen wir tun, damit es möglich ist, sollte die Diskussion sein. Und ich möchte natürlich auch hier auf Kärnten verweisen. In Kärnten brauchen Sie ganz bestimmt einen nationalen Aktionsplan, und zwar für die Kärntner Ebene. Und was Kärnten auch braucht, ist ein Inklusionsfahrplan. Bildung ist ein großes Thema. Wie sollen die Schritte umgesetzt werden im Land Kärnten, damit Kinder inklusiv gebildet werden können? Wie können behinderte Menschen am Arbeitsplatz inklusiv tätig sein und da vielleicht verschiedenste Lösungen festschreiben? Da wäre es gut, wenn man behinderte Menschen einlädt, wie auch die Frau Behindertenanwältin gesagt hat, wir reden nicht darüber, was Menschen brauchen, geben ihnen das, was sie vielleicht gerne hätten, sondern wir fragen sie, laden sie ein, beziehen sie ein und dann machen wir, was sie brauchen. Danke. Danke, Helene. Bitte, Frau, da möchte sich jemand vor dem Erwin Ries noch melden, weil er hat sich schon angemeldet, aber er hat gesagt später. Kann später sein. Ja, Frau Trinke, bitte. Ja, es ist ja angesprochen worden hier im Zusammenhang mit Pflege. Verschiedene Pflegestufen. Nur, auch wenn die Pflegestufeneinstufung vorgenommen wird, ist es immer ein Gutwill des jeweiligen Begutachters, welche Pflegestufe letztendlich gegeben wird. Es gibt Richtlinien, natürlich, es gibt genaue Richtlinien, nur es ist immer Auslegungssache, wie die Richtlinien dann im Endeffekt umgesetzt werden. Und ich glaube, was wir brauchen, wäre da eine Rechtssicherheit und einen Rechtsanspruch, den hat man nicht. Einen Rechtsanspruch über Kärnten hinaus in ganz Österreich für alle gleich. Ja, den man wirklich beanspruchen kann, wo man kein Bittsteller ist, sondern das ist mein Rechtsanspruch, genauso wie eine Pension. Ich bekomme, wenn ich es brauche, auch wirklich meine Pflege. Das ist eine Vision für die Zukunft, ich weiß es. Wir werden sicher noch sehr viele Legislaturperioden durchlaufen müssen, bis wir das ähnlich in der Art abgesichert haben. Dankeschön. Ist jetzt der Zeitpunkt, Erwin? Ja, gut. Bitte. Ich möchte anknüpfen an das, was Sie gesagt haben.
Und aber noch kurz einmal das Verbinden mit den USA. In den USA ist die zivilgesellschaftliche Gleichstellung behinderter Menschen sehr gut, die sozialrechtliche sehr schlecht. In Österreich ist es also nicht ganz schwarz-weiß das Umgekehrte, aber in der Tendenz ist es umgekehrt. Es gibt nämlich bei uns ein Instrument, das, wenn man es richtig nutzen würde und ausbauen würde, einen Großteil der Probleme beseitigen oder zumindest stark lindern würde. Das ist das Pflegegeld. Das Pflegegeld hat leider einen ganz schlechten Namen. Es sollte nicht Pflegegeldgesetz heißen, sondern Assistenzleistungsgesetz heißen, weil sehr oft Sozialpolitiker... Weil sehr oft Sozialpolitiker kommen und sagen, es geht um medizinische Pflege. Genau darum geht es im Gesetz aber nicht. In § 2 Pflegegeldgesetz steht, Ziel des Gesetzes ist die Erhöhung der Selbstständigkeit behinderter Menschen. Was ich mit dem Pflegegeld mache, ob ich mir Assistenz temporär zukaufe, ob ich in ein teureres Restaurant gehe, weil dort keine Stufen sind, oder in ein Laufhaus trage, ist alles egal. In dem Sinn gibt es auch keinen Missbrauch des Pflegegeldes. Wie so oft behauptet wird. Wenn das behinderte Menschen für sich nutzen, auf welcher Ebene immer, dann ist das schon die richtige Anwendung des Pflegegelds. Das Pflegegeld insgesamt, das Gesetz und die Mittelausstattung ist jetzt um ungefähr 25% weniger geworden, kaufkraftmäßig als zum Zeitpunkt der Einführung. Es gibt nach wie vor Versuche, immer wieder das Pflegegeld abzuschaffen in Richtung Pflegeschecks. Es gibt Versuche, teilweise Pflegeversicherung einzuführen, eine fatale Geschichte, die den gesamten Pflegemarkt nur für private Pflegekonzerne öffnet, wie es in Deutschland der Fall ist, wo mehr als 40% schon privat gemacht wird mit steigender Tendenz. Das heißt, meine Bitte, meine Forderung, mein Appell an alle, speziell an die Herren und Damen Politiker, das Pflegegeld unbedingt erhalten, aber ausbauen und nicht abschaffen. Ich komme aus der Linken, aus der Arbeiterbewegung. Ich verstehe es bis heute nicht, warum die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer gerade in der Frage Pflegegeld oft ein größerer Hemmschuh sind als konservative Parteien. Das hängt offensichtlich noch immer ein bisschen dieses Weltbild der alten Arbeiterbewegung vom schweißüberströmten Kohlenarbeiter irgendwo in der Luft. Die Gewerkschaft ist leider, das muss man wirklich sagen, und zwar die Bundesgewerkschaft, in Fragen behinderter Menschen, wäre schon gut, wenn sie nichts tun würde. Sie ist in fast allen zentralen Fragen unser Gegner und wir haben genug zu tun, das immer wieder aufzufangen. Es wird zum Beispiel jetzt beim nächsten Gewerkschaftskongress eine der Hauptforderungen sein, die 24-Stunden-Pflege abzuschaffen. Das ist ein Modell, das mittlerweile sehr gut funktioniert und durch Buchinger eingeführt wurde. Und das wäre fatal, wenn das in diese Richtung gehen würde. Ein letzter Satz noch zur Steiermark. Also wenn ich meine behinderten Freundinnen und Freunde in der Steiermark anhöre, dann jubeln die überhaupt nicht, weil es war schon das Behindertensparpaket vom Minister Hunsdorfer ein harter Brocken für uns, wo wir um die 120 Unterstützungen verloren haben, behindertengerechter Umbau, PKW etc. ist alles gestrichen. Die Steirer sind noch viel weiter gegangen. Die haben noch ein Landesbehindertensparpaket geschnürt, an dem die behinderten Menschen in der Steiermark noch lang zu tragen haben werden. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade so gesehen, es wäre jetzt noch eine Viertelstunde und am Schluss muss noch Danke gesagt werden. Also das heißt, ich schlage jetzt einfach vor, da ist da jemand im Startloch sozusagen? Okay, Rolf, magst du einfach jetzt wieder anfangen oder weitermachen, wie auch immer. Aber ich schlage vor, dass so mit 2 Minuten von jedem von Ihnen jetzt... Nicht, muss gar nicht so lang sein. Ich habe nur früher, ja, wie die Maria gesagt hat, mit den Barrieren. Ich denke, überall, wo eine Barriere für jemanden mit Behinderung da ist, ist auf der anderen Seite ein Unverständnis. Entweder von der Gesellschaft oder vom Umfeld da. Wir haben im Landhaus zum Beispiel, wo die Legislative sitzt, nicht die Möglichkeit, dass ein Mensch, so wie der Erwin Ries, überhaupt an den Sitzungen teilnehmen könnte, außer es tragen ihn 4, 5 Menschen hinauf. Also es ist wirklich ein Unverständnis da
Und dann redet man sich aus, erstens ist es finanziell immer dort, wo Menschen mit Behinderung sind, ist auf einmal kein Geld da. Und das Zweite ist, dann kommt der Denkmalschutz dazu. Und dann kann man natürlich nichts machen. Ne? Aber würden jetzt alle im Rollstuhl sitzen von der Regierung, wie schnell wäre eine Rampe da oder wie schnell wäre das behindertengerecht gemacht? Nur das Verständnis ist nicht da. Und ich weiß jetzt nicht, ob es absichtlich nicht da ist. Ich verstehe den Vergleich mit Amerika auch durch. Es ist super, wenn dann wirklich die Möglichkeit da ist, in der Zivilgesellschaft wirklich so viel teilzunehmen. Bei uns ist es nicht so. Wir sind wirklich am Anfang von allen. Wir können jetzt wirklich nur schauen, dass wir von fast nichts anfangend mit diesen Aktionsplänen weitermachen, bis wir endlich so weit sind, dass wir so halbwegs bei Menschen mit Behinderung einmal eine Inklusion haben. Da sind wir noch lange nicht bei der Pflege. Wir wissen genau, dass bei der Pflege 80% der Pflege von Familienmitgliedern, meistens weiblicher Natur, unentgeltlich gemacht werden. Das heißt, die Gesellschaft übernimmt überhaupt nicht die Verantwortung für die Pflege, nicht im geringsten. Und es wird immer weniger Geld da sein für immer mehr Menschen, die es brauchen. Wir werden immer älter werden. Auf der anderen Seite fließen aber Milliarden irgendwo hin. Allein in Europa werden 1000 Milliarden an Steuern hinterzogen. Also es gibt schon irgendwo eine Entwicklung, die in die Richtung geht, dass nur die Schönen und die Reichen Recht auf der Welt haben. Es ärgert mich wirklich fürchterlich und ich kann nur versprechen, wir werden mit der neuen Regierung alles versuchen abzuarbeiten, weitaus besser, als es die vorige getan hat. Dazu braucht es aber wirklich ein Bewusstsein. Aber wenn das schon so ein abgekekster Begriff ist, wir werden das Bewusstsein brauchen und wir werden es überall hintragen, weil wir haben mindestens 25%, wenn nicht 30% der Menschen in Österreich, die es direkt betrifft, ganz gleich, ob es jetzt das Alter sein wird oder überhaupt irgendeine Behinderung, die ja jeder in gewisser Weise hat. Ich zum Beispiel bin fast schon stockderisch. Danke. Okay. Isabella Scheiflinger. Vielleicht noch ergänzend, auch noch ein Wunsch an die Politik einfach. Also ich würde mir einfach auch wünschen, das sind auch die Erfahrungen einer Anwaltschaft, besonders wenn es um die umfassende bauliche Barrierefreiheit anbelangt. Wir haben da das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, die Übergangsfristen bis Dezember 2015 und ganz, ganz viele Betriebe sind noch nicht barrierefrei. Das ist ein Faktum. Und ich würde mir einfach auch wünschen, dass Betriebe, bevor sie bewilligt werden, bevor sie überhaupt die Bewilligung überhaupt bekommen, dass dort der Begriff Barrierefreiheit einfach auch ein wichtiges Kriterium ist, bevor die Bewilligung überhaupt erteilt wird. Und nicht nur, dass es im Gesetz steht und nicht nur, dass man dann sozusagen die Bewilligung hat und dann im Nachhinein draufkommt, halt Barrierefreiheit ist in der Form, wie es eigentlich sein sollte, nicht da, sondern das muss eine Grundvoraussetzung sein, damit überhaupt ein Betrieb bewilligt werden kann. Das wäre ein Wunsch, den was ich noch unbedingt anbringen möchte. Wenn ich das jetzt aufgreifen würde, und ich bin zu 100% bei der Isabella, da müsste ich jetzt hergehen, die Beate Brettner anrufen und sagen, bitte sperre 80% aller Ärztinnen und Arztpraxen in Kärnten zu. Wir haben eine Erhebung gemacht. Und jetzt der Bereich, wo man doch annehmen könnte, dass das Bewusstsein auch aufgrund der Tätigkeit besonders ausgeprägt ist, schafft es genauso wenig wie viele öffentliche Bereiche. Das heißt, Erwin auch auf die Gefahr hin unserer gemeinsamen linken Vergangenheit, ohne Bewusstseinsbildung, das natürlich aus einer ökonomischen Basis des Lebens direkt herauskommen kann, werden wir es nicht schaffen, hier auch Denkumstellungen zustande zu bringen. Und erlauben Sie mir noch einen sehr klaren Satz dazu, was sich aus meiner Sicht derzeit auch abspielt. Ich weiß nicht wirklich, ob es der richtige Weg war, Pflege oder auch von mir aus Assistenz, Geld als Leistung der öffentlichen Hand zu propagieren, ob nicht Sachleistungen, Infrastruktur, andere Zuwendungen weitaus besser gewesen wären, in manchen Bereichen einzusetzen. Denn was wir derzeit haben, und bleiben wir jetzt bei dem Pflegebereich, wo wir den Pflegeregress und im Übrigen auch die Zuzahlung für behinderte Kinder abgeschafft haben. In dem Bereich schauen wir uns an, wir haben mehr und mehr private Unternehmungen, und das ist positiv, dass sich Leute engagieren.
aber die haben so wie in jedem privaten Betrieb eine einzige Maxime. Sie möchten damit auch Gewinn machen. Und die Angst, die politische Angst, die ich habe, ist, dass wenn wir nicht rechtzeitig dafür sorgen, dass es eine Ausgewogenheit zwischen öffentlicher Hand, gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und von mir aus Privaten gibt, dass wir hier sehr schnell in eine Schieflage kommen, dass auch jetzt in dem Bereich ausschließlich Geld bzw. die Verfügbarkeit über Geld regiert. Und daher komme ich zu meinem Fazit und zu meinem Schluss, der vielleicht nicht bahnbrechend ist, aber zumindest meine politische Grundgesinnung widerspiegelt. Wir werden alles zu tun haben, dass wir in dem, was wir derzeit als Kärntner Landesregierung haben, auflisten und Prioritäten setzen. Und die Prioritäten werden dann auch so zu legen sein, dass man das, was einem wichtig ist, und da steht für uns der Mensch im Mittelpunkt, egal in welcher Form, behindert, nicht behindert, Zugänge, denn in Wirklichkeit hat jeder von uns in irgendeinem Bereich Einschränkungen, Behinderungen, nur kann man das teilweise kaschieren oder geht darüber hinweg, dass das in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist, glaube ich, die Hauptorientierung, die wir haben. Im Übrigen freue ich mich noch einmal über die Umtextung eines mittlerweile geflügelten Abkürzungsbereiches, denn bisher habe ich LEP immer als linke Einheitspartei von unseren politischen Gegnern aufgrund der Kärntner Koalition gehört. Jetzt werden wir es zu einem Landesetappenplan zur Umsetzung des Behinderungsplanes in Kärnten machen. Ich denke, dass das vielleicht eine bessere Definition ist. Wenn diese Schlussrunde gefallen findet, das war jetzt ein guter Versprecher, oder? Schlusswunde, oje, Freud lässt grüßen. Dann möchte ich bitten, dass jetzt die Birgit, glaube ich, noch nichts gesagt hat und die Helene und die Frau Trinke und, ich weiß nicht, Erwin, also die Reihenfolge möchte ich nicht vorgeben. Dann darf ich noch einen Schuss loslassen. Gut, also wenn es gelingt, die persönlichen und die gesellschaftlichen Barrieren für pflegende Angehörige zu überwinden, dann bekommt der größte Pflegedienst Österreichs endlich den Stellenwert, den er verdient. Und dann war unser Engagement, wir sind Freiwillige, die dafür sorgen und uns seit 3 Jahren darum bemühen, dieses Thema wirklich in die Öffentlichkeit, in die politische Diskussion zu bringen, dann war unser Engagement nicht umsonst. Denn die pflegenden Angehörigen ersparen dem österreichischen Staat pro Jahr 4 Milliarden Euro. Das muss Grund genug sein, um ihnen zu helfen, persönliche, aber auch gesellschaftliche Barrieren zu überwinden. Danke. Ja, wer möchte noch? Ja? Helene. Darf ich? Ja, bitte. Gut. Zum Schluss noch das Thema UN-Konvention. Die Staaten sind aufgerufen, Berichte einzuschicken. Denen gegenüber werden Schattenberichte gestellt von Zivilgesellschaften. In diesem Zusammenhang wird im Oktober entschieden, was dabei herausgekommen ist. Wir wissen, es ist in Österreich nicht sehr viel Neues passiert. Nur die Punkte, die darin fehlen, sind Budgetplanungsposten. In Österreich kann man sagen, das ist das 8. reichste Land. Also die finanziellen Gründe gelten für mich nicht. Man muss Geld locker machen und bereitstellen. Die Länder sind genauso in die Verpflichtung zu holen und müssen dafür Geld bereitstellen. Und das Dritte ist der Rechtsanspruch. Rechtsanspruch auf persönliche Assistenz, auf Kommunikationsassistenz, auf Dolmetschdienstleistungen. Jede Person soll ein eigenes Budget zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese 3 Themen kann man festmachen. Bildung, Zugang zu inklusiver Bildung, so viel wie möglich von früh an, von Kindergarten bis zur Universität, Lehre in allen Bereichen, Inklusion. Und der Arbeitsmarkt ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich nach wie vor freikaufen, um nicht persönlich um behinderte Menschen einzustellen. Und da muss es eine verpflichtende Quote geben, behinderte Menschen anzustellen, ohne die Möglichkeit, sich freizukaufen.
Und wir reden hier nicht nur von einfachen Hilfstätigkeiten, sondern ebenso in der Karriereleiter von ganz unten bis ganz oben. Ich habe eine parlamentarische Anfrage gestellt, um zu sehen, wie viele behinderte Frauen überhaupt arbeiten in verschiedensten Posten und auch in wie vielen Positionen nach oben hin behinderte Menschen vertreten sind. Und hier geht es um Vorbildwirkung, um Role Models. Der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist Selbstbestimmung. Ja, genau. Selbstbestimmt leben bedeutet, einen Rechtsanspruch zu haben, das selbst entscheiden zu dürfen, wohin eine Person gehen möchte, was sie machen möchte, egal in welchem Bereich. Das heißt, ich kann ohne der Hilfe einer anderen Person entscheiden. Und ich denke, das ist ganz wichtig, das in der Gesellschaft möglich zu machen, weil so stelle ich mir Inklusion vor. Dankeschön. Ja. Ja, wenn Sie möchten. Bitte? Ja, oder? Ja, bitte. Gerne. Ich habe Ihnen mit großer Begeisterung zugehört, Ihnen allen. Aber eines ist vielleicht zu bedenken und ist nie erwähnt worden, dass Kärnten am weitesten von allen Bundesländern Österreichs ist in dieser Frage und Entwicklungen. Dass es einen Herrn Reuter gibt, der um 300.000 Euro eine Maschine gekauft hat für Breitschrift, die es sonst in Europa nicht gibt. Dass es ein Hotel gibt, das in 400 Kilometer Entfernung keinen Vergleich hat. Ein Mobilitätssystem, das fast flächendeckend ist, das es in Wien nicht gibt, das es in keinem anderen Bundesland gibt. Die Kärntner sind hier sehr, sehr aktiv. Und wirklich, es ist viel passiert, vielleicht sollte man das einmal zur Kenntnis nehmen, dass in der Bevölkerung ein großes Interesse da ist, etwas zu tun. Ich wollte das nur als Fremder von Kärnten, der hier begeistert ist, einmal sagen. Dankeschön. Dankeschön, ja. Wir haben heute so viel von Integration gesprochen, so viel von gleichen Rechten für behinderte Menschen. Ich glaube, wenn man die einzelnen Kollektivverträge durchforstet und da findet, dass es Kündigungssperren gibt, dann sind die sicher nicht förderlich für die Einstellung von Behinderten in den einzelnen Betrieben. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen in die Richtung gehabt, dass man gesagt hat, naja, wenn ich den einstelle oder die einstelle und es gibt irgendwelche Schwierigkeiten, dann ist es fast nicht möglich, diese Dienstnehmer wieder zu kündigen. Ich glaube, man müsste auch da überdenken, ob das nicht weniger ein Schutz, sondern eher ein Handicap wäre. Dankeschön. Ja, ich glaube, da sitzt die Isabella irgendwie so auf Nadeln, was zu sagen. Ja, du spürst, dass ich ganz nervös wäre zu dem Thema. Insofern nervös wäre, weil es einfach in der Vergangenheit eben genau deswegen, um der Wirtschaft irgendwie auch so das Zuckerl zu geben, mit meinen Worten ausgedrückt, begünstigt behinderte Arbeitnehmer mehr einzustellen, hat es die Erweiterung des Kündigungsschutzes gegeben und man hat geglaubt, dass deswegen mehr begünstigt behinderte arbeitssuchende Personen eingestellt worden ist. Die Erfahrung zeigt, dass dem nicht so ist. Und die Erfahrung zeigt auch, dass 70% der Unternehmen sich aus verschiedensten Gründen noch freikaufen. Ich weiß, dass sehr viel Sensibilitätsarbeit sehr wohl noch notwendig ist, um auch die Wirtschaftsbetriebe dahingehend zu motivieren, dass begünstigt behinderte Arbeitnehmer eine große Bereicherung sind und dass sie sehr viele Fähigkeiten haben und dass das ein Vorurteil ist, wenn es Probleme gibt, sozusagen. Und gibt es sehr wohl die Möglichkeit, einfach auch, sie haben trotz Kündigungsschutz, heißt das nicht, dass man begünstigt behinderte Arbeitnehmer, so wie man das so sehr häufig sagt, nicht mehr los wird. Da gibt es sehr, sehr viel Aufklärungsbedarf noch und sehr, sehr viel Sensibilitätsarbeit. Nur die Wirtschaft, der ist ein Zuckerle angeboten worden und die Erfahrung zeigt, dass das auf Kosten der Menschen mit Behinderung gegangen ist und das ist ein Faktum. Man sieht hier wirklich die verschiedensten Facetten und du möchtest jetzt was sagen, oder? War das? Ich habe jetzt nicht verstanden, was du sagen möchtest. Unser Zeitbudget. Ja, die Zeit, genau. Wir sind am Ende sozusagen unserer Zeitbudgets
Und es war ja bis jetzt so alles toll getimt, dass Sie wirklich bis zum Schluss hier geblieben sind. Und dann möchte ich einfach jetzt wirklich auch Danke sagen. Können wir hier einen Punkt machen? Es gäbe ja noch so viel. Also ich glaube, es sind uns Welten und Augen und Ohren in irgendeiner Form wirklich und Herzen auch aufgemacht worden, noch einmal zusätzlich für viele Facetten, die man sonst in dieser Dichte, glaube ich, kaum so vermittelt bekommen kann mit dieser Menschlichkeit, auch hier vom Podium und wie Sie untereinander sich ausgetauscht haben. Ich möchte mich wirklich auch noch ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie alle mitgeholfen haben, alle. Das ist jetzt das Haus, das ist die Technik, das ist zum Teil wirklich zu Sozialtarifen, muss man auch sagen. Also ob das Audio- oder Videomitschnitt ist, wir werden das Ganze auch dann veröffentlichen. Wenn irgendjemand etwas dagegen hätte, bitte, dann melden Sie sich. Aber es war angekündigt. Ich hoffe, es passt für Sie. Ich weiß nicht, wie man Sie im Einzelnen fragen sollte, könnte. Aber den Karl Rittmann, der uns gefilmt hat, der macht das im Allgemeinen ganz, ganz toll. Also möchte ich mich schon jetzt bedanken, Karl. Und jedenfalls auch, ja, auch vor allem, was ich ganz toll gefunden habe, dass es diese verschiedenen Bereiche, dass wir auch Schriftdolmetscherinnen bekommen haben. Wir haben auch die Frau Einsiedler hier dabei, die extra gesagt hat, sie möchte, sie traut sich kaum zu. Wir hatten nur eine einzige ausgebildete Schriftdolmetscherin bekommen, die aus Wien angereist ist. Und das ist eine sehr fordernde Ausbildung und es gibt ganz wenige und die müssen sich frei nehmen, weil so viel verdienen sie auch nicht, dass sie davon leben können. Und das heißt, also wir haben hier auch dann ganz spontan Unterstützung gekriegt. Wir haben die induktive Höranlage von der Frau Slamanik gratis zur Verfügung bekommen. Ja, ich weiß nicht, was mir noch alles einfallen soll. Es ist einfach so eine Vielfalt und ich möchte wirklich Danke, Danke, Danke sagen und Ihnen alles Gute. Mögen diese Impulse in irgendeiner Form weiter wachsen. Dafür haben Frühling. Alles Gute. Applaus